Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner ersten Wochenbett-Vlogs. Heute ist der 22. Januar, das heißt, gestern ist Livia geboren, also nachts. Sie ist ja um 0 Uhr, keine Ahnung, 5 oder so geboren. Das war gestern. Ja, die ist echt schon einen Tag alt, Wahnsinn, ne? Ich habe gestern gar nicht gevloggt und heute ist auch schon fast der ganze Tag rum. Aber ich wollte mich trotzdem jetzt einmal kurz melden. Also das war ja eine traumhafte Geburt. Und wir haben alles gefilmt, also Bernd hat alles gefilmt. Der hat die Kamera aufgestellt, das Handy aufgestellt und das war so schön, das zu sehen, weil ich habe euch so viel zu erzählen, das ist so unglaublich. Wir haben das einfach gefilmt, nicht weil wir das unbedingt allen zeigen möchten, sondern einfach so für uns und dann gucken, was wir damit machen, ist ja egal. Da kann man sich, also zum Beispiel Calvinos Geburt würde ich heute total gerne nochmal gucken, aber damals habe ich das nicht aufgenommen. Das ist jetzt übrigens das erste Mal, dass ich so rumlaufe hier. Ich lag nur. Jetzt seht ihr gar nichts mehr, ne? So, ich lag nur im Bett gestern den ganzen Tag oben. Und heute hatten wir hier auf dem Sofa den ganzen Tag uns gemütlich gemacht, den Kamin angemacht. 30 Grad hier in der Wohnung fast. Ja, jetzt sind nur noch 24, weil wir haben nichts mehr nachgeschmissen, weil es war echt heiß. Und die Maus, die ist jetzt zum ersten Mal hier drin. Ich habe sie, also das Stillkissen kann man unten so zusammenbinden. Und ja, die habe ich jetzt zum ersten Mal abgelegt. Entweder habe ich sie immer auf den Arm gehabt oder Bernd. Weil wir hatten jetzt gerade hier zusammen gegessen. Und ja, deswegen hatte ich sie jetzt in den Laufstall gelegt zum allerersten Mal. Und hat ja auch geklappt. Calvino ist bei einem Freund, der durfte sich jetzt einen Exklusivfreund aussuchen, den er besuchen darf. Ihr wisst, wir hatten uns so zu Hause gemütlich gemacht vor der Entbindung, weil wir unbedingt halt die Quarantäne vermeiden wollten. Und deswegen konnte er sich gar nicht mehr treffen und das war jetzt im Lockdown halt enorm, ja. Doof, ne? Der wollte sich halt gerne treffen und jetzt, deswegen ist er heute sofort zu seinem Freund gegangen und schläft auch da und freut sich, dass er endlich jemanden sehen darf. Ja, ich glaube, das ist total wirres Gelaber, was ich euch erzähle, weil ich so die letzten zwei Tage so viel erlebt habe und ich bin noch so durcheinander, ein bisschen im Kopf, so geflasht von den Gefühlen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und dann erzähle ich euch so, zum Beispiel gerade habe ich angefangen, dass hier 30 Grad waren, wegen Kamin und so. Das hat aber einen Grund, warum wir es so warm gemacht haben, weil ich habe euch ja immer erzählt, dass wir Livia am Anfang nicht so anziehen. Also die ist halt hauptsächlich nackt die ganze Zeit und wenn es dann hier so warm ist, dann ist es halt total angenehm, ne? Und weil sie halt auf uns liegt die ganze Zeit, wir haben alle so geschwitzt, deswegen haben wir ein bisschen weniger wieder Temperatur gemacht. Ja, und das fällt mir dann halt ein. Ich fange ein Thema an und dann fällt mir was anderes ein, dann erzähle ich das weiter und dann fällt mir wieder ein, ach nein, du wolltest ja das erzählen, so ein bisschen durcheinander, es tut mir leid. Ja, dass ich so eine traumhafte Geburt haben durfte, das ist so unglaublich. Na, eigentlich dieses Video, das muss man eigentlich zeigen, weil das ist so unglaublich, wie schön das war. Wahnsinn, das müsste man eigentlich allen zeigen, einfach nur damit Menschen sehen, wie schön eine Geburt sein kann und dass es gar nicht so schlimm sein muss. Ich meine, klar, das tat auch weh. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das tat nicht weh. Natürlich tat das weh, aber das war wirklich aushaltbar. Wenn ich sage, eine Skala von 1 bis 10, die Geburten vergleiche, Calvino und Livia. Calvinos Geburt war 18 bis 20 und Livia war 7, würde ich sagen, vom Schmerz her. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich mir vorher so Gedanken gemacht habe. Also so, ich habe ja die friedliche Geburt gehört, diesen Podcast und habe immer wieder mir gesagt,
oder gedacht während der Geburt, lass den Kiefer locker, spann die Hände nicht an und jede Wehe, ne, bringt dich weiter, dass dein Kind rauskommt. Ich weiß es nicht. Der Mindset war einfach komplett anders als bei der ersten Geburt. Moment, ich muss mal eben einen Schluck Wasser trinken. Ich muss viel trinken. Und ich trinke auch Tee. Ich bin ein bisschen heiser. Jetzt heute geht es schon wieder besser. Gestern war es schlimmer. Weil durch dieses bei der Geburt schreien und bevor wir im Geburtshaus waren, die wäre ja fast im Auto gekommen, die Livia. Oh Gott, ey, ich würde euch das so gerne zeigen, diese Videos, ne? So, der Bernd hat auch im Auto gefilmt. Das habe selbst ich mir nicht angeguckt bis jetzt, aber ich würde es euch so gerne zeigen, weil ich mich daran erinnere. Ich habe halt im Auto so auf dem Beifahrersitz rückwärts, also andersrum mit den Knien auf dem Sitz und mein Oberkörper war so nach hinten über die Lehne drüber und habe halt veratmet und schon angefangen zu pressen, weil ich richtige Presswind schon hatte. Und das hat halt Bernd alles gefilmt. Ich würde euch das so gerne zeigen, ne? Aber ich überlege mir das, vielleicht mache ich das irgendwann. Das war so, also so unglaublich und sogar lustig zwischendurch, ne? So, wir haben so viel gelacht im Nachhinein über diese Geburt. So, ach, einfach toll, wirklich. Ich wünsche jeder Frau so eine tolle Geburt, wirklich. Das war schnell, schmerzarm, alles heile. Ich habe gar keine Geburtsverletzung, also ein bisschen Abschürfung, aber das ist ja gar nicht schlimm. Nach dem Calvino wurde ich 2 Stunden im OP genäht, weil ich Dammriss 3. Grades hatte. Das war richtig, richtig gerissen. Die Hebammen, die waren so herzlich und boah, das war so toll, wirklich. Die waren so unterstützend und die hat immer so aufgepasst auf den Damm, hat mir so warmes Tuch davor gehalten und massiert und mit Öl und die hat auch gesagt, im Krankenhaus hätten sie mich schon lange geschnitten. Ich war ja 45 Minuten ungefähr, waren wir im Geburtshaus und dann war die Kleine da. Und diese 45 Minuten habe ich halt gepresst. Ich habe auch alles gegeben, aber die ist halt immer Kopf vor und wieder zurück, vor und wieder zurück. Und das ist ja, das macht die Natur ja extra so, dass der Damm sich langsam dehnen kann und die Frau, also ne, so bis dann halt das Kind rauskommt. Das ist alles von der Natur so extra. Und sie sagt, wenn sie halt geschnitten hätte, dann wäre das Kind sofort so rausgekommen einfach. Mit einer Presswehe hätte sie das so rausholen können. Ne? Und die hat das halt nicht gemacht, weil ich ja auch vorher natürlich diese Geburtsplanungsgespräche mit ihr hatte. Und ich habe ihr gesagt, dass ich das bitte gar nicht, auf gar keinen Fall möchte. Und ja, dann hat sie mir wirklich die Zeit gegeben. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Ich bin ihr so unendlich dankbar, dass sie das gemacht hat. Und auch die andere Hebamme, beide Hebammen. Das war so toll, das erleben zu dürfen. Und als dann der Kopf, also ich durfte fühlen sogar, diese möchten sie das Köpfchen fühlen und dann habe ich gefühlt, ich habe das gefühlt, als es noch nicht ganz draußen war, also halt so halb oder Viertel, keine Ahnung wie viel, aber ich habe es gefühlt, das war so, oh mein Gott, ne, das hat mir so richtig Ansporn gegeben. Und dann, als das Köpfchen raus war, ich habe immer gedacht, wenn der Kopf raus ist, dann muss man wieder warten und dann kommt die nächste Wehe und dann muss man den Körper rauspressen. Aber das war gar nicht so. Der Kopf war da und dann kam der Rest so hinterher und dann war die da. Dann war die da. Und das Erste, was ich gesagt habe nach der Geburt, boah, das war so eine Traumgeburt. War es wirklich. Es war wunderschön. Bei Calvino hatte ich tagelang noch danach immer so Flashbacks. So, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich mich schreien gehört. Und das war so fürchterlich. Und oh mein Gott, immer wieder so Blitze, wo ich an die Geburt gedacht habe. Und bei ihr gar nichts. Wir konnten, also 2 Stunden nach der Geburt konnten wir einfach nach Hause. Also 2 Stunden, oder waren wir? Nee, 2 Stunden nach der, ich musste 2 Stunden nach der Geburt da bleiben. Habe ich halt gestillt. Und dann haben die irgendwann gewogen und gemessen und das, was man halt alles so macht. Und dann konnten wir nach Hause gehen. Dann saß sie hinten im Maxi-Cosi und ich saß auch hinten bei ihr. Und ich war natürlich total wackelig auf den Beinen erstmal.
danach. Und dann haben wir noch ein Video gemacht, oder Bernd oder seine Mama, ich weiß es nicht, wie wir hier reinkommen und wie alle sie dann begrüßen und so. Voll schön, das habe ich mir auch angeguckt. Weiß ich nicht, ob ihr das jetzt vielleicht schon gesehen habt oder nicht. Oder morgen oder ob überhaupt, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach mal so 2 Tage freigenommen. Ich hatte ja extra die Videos vorgedreht. Deswegen die auf Instagram mir folgen, die wissen jetzt schon, dass Livia da ist, und die haben mir gratuliert schon in den Kommentaren. Vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche. Hat mich total gefreut, wie viele auch mitgefiebert haben von euch. Das war so voll schön. So, ihr habt richtig Anteil genommen. Das war richtig, oder ist immer noch richtig toll. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Also was ihr halt jetzt gesehen habt die letzten Tage, das war so 4-5 Tage alt schon für mich, also 4-5 Tage her. Und jetzt müsste so langsam wieder quasi, dass ich heute filme und dann seht ihr es morgen oder übermorgen, dass es so wieder langsam aktueller wird. Mal eben meinen Tee hier umrühren. Mal gucken, ob man den schon trinken kann. Das ist so Herzkirsche von Aldi. Den Tee hat der Bernd mitgebracht gerade. Der riecht richtig lecker nach Amarena-Kirsche. Ja, achso, Bernd ist gerade mit dem Smurfy draußen und der kümmert sich so toll, der Bernd. Der macht alles hier, ne? Der schmeißt den kompletten Haus. Also natürlich ist er auch, der liegt auch hier mit uns im Bett und hier auf dem Sofa und macht Wochenbett mit, ruht sich aus, also nimmt die Kleine auf den Arm und so, dass ich mal duschen gehen kann oder so. Aber der bekocht mich, der bringt das hier hin, der nimmt die Kleine, der geht mit dem Hund, also, unglaublich, der macht alles. Der liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab, der kümmert sich so toll. Ja, unglaublich, wirklich, das wünsche ich auch jeder Frau im Wochenbett, so einen Mann zu haben, der sich so toll kümmert. Und vor dem muss mir auch nichts peinlich sein oder so. Mir ist hier auf dem Boden, hier, da vorm Sofa, habe ich im Vierfüßlerstand auf dem Sofa gehockt. Ist mir die Fruchtblase geplatzt. So, alles rausgelaufen. Egal. Das ist der Bernd, ne? Der nimmt das einfach hin. So. Also, so, was heißt, der nimmt das einfach hin? Der sagt, dann ist alles gut, ne? Alles ist normal, ist natürlich. Was willst du machen? Oder was alles so bei der Geburt halt rauskommt, ne? Alles gut. So total verständnisvoll und unterstützend und unglaublich, wirklich richtig, richtig schön. Ja, und die Maus, die schläft noch ganz viel. Mit dem Stillen klappt auch super. Und das ist so, also von Calvino schon so bekannt, dass sie so die ersten Tage auch die Geburt verarbeiten und der Frau, der Mama so Zeit geben, ein bisschen zu regenerieren, ne? Weil natürlich auch, wenn man jetzt eine schöne Geburt hatte, so wie ich, und keine großartigen Verletzungen hatte. Natürlich ist man, also gestern war ich wirklich wackelig auf den Beinen, und bis ich erst mal dann Pipi machen konnte, das ist alles geschwollen und so, egal, ich will euch damit nicht. Aber man ist halt nicht wirklich fit, ne? Man muss sich erst erholen. Und bei Calvino war das nach 10 Tagen halt, dass er richtig losgelegt hat. Die ersten 10 Tage habe ich gedacht, oh, was haben die denn alle, ne? Babys sind doch voll chillig, die schlafen die ganze Zeit. Das merkt ihr jetzt auch, ne? Guck, ich rede mit euch jetzt schon 13 Minuten. Die hat erst geschlafen 2,5 Stunden, dann habe ich sie gestillt und jetzt schläft sie schon wieder seit 1,5 Stunden, 2 Stunden, keine Ahnung. Die schläft echt viel. Ja, und dann, wenn man sich so ein bisschen erholt hat, dann kommen die richtig mit den Schüben und keine Ahnung, egal. Da wir ja Lockdown haben, wird Bernd ja noch einige Zeit zu Hause sein, bis mindestens schon mal Mitte Februar. Ja, in die ersten Tage jetzt, wo er liefern würde, liefert jemand anders. So, dass er halt wirklich ganz viel zu Hause ist, und dann ab nächste Woche, heute ist ja Freitag, ab nächste Woche kann er ja dann auch wieder liefern, dann bin ich ja fit. So, morgen kommt die Hebamme nochmal. Dann wird nochmal hier alles gemessen und untersucht und so. Ja, und dann wird auch der Kleinen am Fuß Blut abgenommen, glaube ich. Dieses Neugeborenen-Screening machen wir. Oder lassen wir machen, eher gesagt. Ach, da kommt der Bernd wieder. Dann war er mit dem Smurfy eben. Ja. So ist das.
Gut, dann habe ich euch ein kurzes Update gegeben, wenigstens. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen vlogge oder nicht. Ich würde das ganz spontan machen, wie ich mich fühle. Ich habe auch noch gar kein Video geschnitten. Es kann sein, dass erstmal jetzt eine Videopause doch noch kommt, je nachdem, wie ich Lust habe. Hallo! Snappy! Wo ist die Livia? Suchst du die Livia? Hm? Du bist ein richtig feiner, großer Bruder, ne? Der ist ganz lieb mit ihr. Oh, hast du mir was mitgebracht? Berliner. Für die gute Milchproduktion. Käsestuhl, das braucht auch schnell. Ja. Das tut ja echt hier voll im Oberbauch. Ja, das wird die Anspannung gewesen sein. Oh, immer noch scheiße. Ja. Ja klar, wenn ja ich, ne? Ja. Ich hab dann auch immer so ein Kackgefühl dabei. Soll ich das rausschneiden oder drin lassen? Ja. Lass das drin. Wir sind halt, wie wir sind. Egal. Ich weiß. Mal gucken, vielleicht zeige ich auch das Video aus dem Auto, was du gefilmt hast. Aber ich habe es nicht ins Detail erzählt, was da vorkommt, aber halt, dass ich nicht weiß, ob ich das zeige oder nicht. Egal. So, ihr Lieben, ich würde mich jetzt verabschieden. Einfach nur ein kurzes Update. Und ja, wir melden uns auf jeden Fall wieder. Und vielen Dank, dass ihr alle so mitgefiebert habt und die Glückwünsche. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Smurfy, die Livia ist da noch im Laufstall. Hm? Ja. Tschüss.